Die 5000 Euro Neuwagenklasse kriegt einen Neuzugang. Wir schauen uns an, wer es ist und was er kann. Die E-Palm hat ein Elektroauto mit einer Reichweite von 832 Kilometern bemessen. Das sind so um die 860 Kilometer Reichweite. Und bei den Motorrädern geht es auch richtig voran. Dort ist erstmals ein Motorrad auf den Markt gekommen, das jetzt richtig langstreckentauglich durch eine große Batterie, hohe Reichweite und Schnellladung ist. Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Beratung, Seminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. In diesen Nachrichten gibt es ein Innovationsfeuerwerk. Fangen wir mit dem Leapmotor T03 an. Der Name sagt dir nichts, kein Wunder, es handelt sich hier um ein chinesisches Startup. Normalerweise berichte ich über diese Startups nur so am Rande, beziehungsweise wenn sie so groß geworden sind, dass sie dann zum Beispiel nach Europa Fahrzeuge liefern. Aber da ich von meinen Zuschauern immer wieder gebeten werde, auch Kleinwagen vorzustellen und wir hier einen Kleinwagen haben, der vom Preis her wirklich sehr interessant ist und ich mir durchaus vorstellen kann, dass er in Zukunft hier nach Europa kommt, so wie es auch natürlich geplant ist, gehen wir etwas näher drauf ein. Wenn ich mir das Auto anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, die erste Assoziation, die ich hatte, ich schaue mir einen Smart EQ 4-4, also für vier Personen an. Das ist schon sehr ähnlich vom Design. Was kriegt man für ein Elektroauto oder was bekommt man für ein Elektroauto, wenn man dafür 5000 Euro nach Berücksichtigung der Förderung zahlt? Es gibt die ansonsten übliche Reichweite von 300 Kilometern. Man bekommt von der Größe her ein Fahrzeug, was auch wirklich vergleichbar mit diesem Smart 4-4 ist. Das heißt, wir haben hier einen typischen Innenraum, der auch entsprechend Platz für vier Personen bieten sollte. Denn insgesamt ist das Fahrzeug 3,60 Meter lang und 1,65 Meter breit. Man bekommt etwas Kofferraum, nämlich 210 Litern, und das Fahrzeug ist so um 1000 Kilogramm schwer. Das heißt, wir haben hier also ein durchaus interessantes City-Fahrzeug. Ich gehe jetzt nicht in die gesamten Kapazitätsangaben rein. Schauen wir uns aber mal die Batteriegröße an. Das sind 36,5 Kilowattstunden und die Batterie hat unter anderem auch eine Garantie von 8 Jahren und 150.000 Kilometern. Das heißt, man kann hier also auch, wenn das Fahrzeug dann nach Europa kommt, mit einer entsprechenden Gegenleistung rechnen. Das Schnellladen geht von 30% auf 80% in 36 Minuten. Offensichtlich ist es in China üblich, immer von 30% auf 80% nur zu laden, denn in Deutschland oder Europa geht man ja immer von 0% bis 80% aus, aber auch zum Beispiel Aways U5, da kommen wir aber später nochmal, gibt immer diese 30% bis 80% an. Der Onboard-Charger mit 6 Stunden Ladezeit ist hier vermutlich einphasig, ich habe es jetzt gerade nicht ausgerechnet, aber würde ich mal bei der Dauer und Größe der Batterie schätzen. Dann haben wir die klassische Skateboard-Plattform, also im Boden eine glatte Batterie. Also das heißt, es ist ein vollumfänglicher Kleinwagen, der hier für umgerechnet um die 14.000, 15.000 Euro, wenn man dann die Mehrwertsteuer und so weiter alles mit einrechnet, in Europa angeboten werden könnte. Sprich, mit der Förderung landen wir dann wieder so um die 5.000 Euro. Und ich denke, dass das ein wirklich interessantes zusätzliches Fahrzeug zum Dacia sein kann, der dann hier entsprechend auch um die 5000 Euro, also 5430 Euro in Europa kosten wird. Also ihr seht, hier geht es richtig voran, gerade bei den kleinen Wagen, aber auch bei anderen Fahrzeuggrößen kommen immer mehr Anbieter aus China und dementsprechend werden wir hier also einen massiven Druck auf die Preise sehen und das wird natürlich auch für die etablierten Hersteller dann sehr interessant. Apropos etablierter Hersteller, Lucid ist ja schon seit Jahren in der Vorbereitung auf den Marktstart. Jetzt ist es endlich soweit. Im nächsten Monat wird der Lucid Air
vorgestellt. Man beginnt mit der Produktion und dementsprechend ist in absehbarer Zeit dann auch die ersten Fahrzeuge verfügbar. Jetzt gab es einen Meilenstein, nämlich das Ranking, das Rating von der EPA. Das ist sozusagen der Fahrzyklus, der in Amerika gilt, der etwas strenger ist als in Deutschland, der WLTP. Und hier ist umgerechnet von den 517 Meilen 832 Kilometer Reichweite ermittelt worden. Das ist bisher der höchste Wert. Das Model S liegt ja bei gut 600 Kilometern und dementsprechend sind das hier also deutlich 200 Kilometer mehr. Ich bin gespannt, was Tesla nächsten Monat dann veröffentlicht wird für das Model S. Ich vermute mal, dass beim Battery Day dort auch neue Informationen kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Elon Musk das irgendwie versucht, diese 517 Meilen und sei es auch nur 520 Meilen aus dem Model S herauszupressen, was durchaus denkbar ist. Denn Tesla hat hier also auch deutlich die einzelnen Komponenten weiterentwickelt. Also ich bin echt gespannt, was es für die Praxis bedeutet. Werde ich dann nochmal in Tests mir anschauen, aber mit 832 Kilometer Reichweite sollte man dann wirklich auch in der Praxis auf der Autobahn mit 150 Kilometer pro Stunde so seine 500 bis 600 Kilometer je nach Streckenprofil fahren können. Und das bedeutet, dass es mittlerweile überhaupt gar keinen Unterschied mehr dann bei den Langstreckenfahrten zwischen einem Elektroauto und einem Auto mit Verbrennungsmotor gibt. Denn ich weiß, klar, es gibt immer diese Autofahrer, die 1200 Kilometer ohne Pause durchfahren, zu denen zähle ich nicht. Und wenn ich dann alle 5 Stunden oder alle 6 Stunden mal eine Pause machen muss von einer halben Stunde, um dann wieder 3-4 Stunden zu fahren, dann ist das mehr als normal und integrierbar. Und wahrscheinlich muss ich dann eher Pausen machen, als dass das Auto geladen werden muss. Bei Motorrädern sieht das ja bisher ganz anders aus. Jetzt ändert sich das aber. Die Evoque, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, des chinesischen Herstellers Evoque Motorcycle hat ein neues Motorrad auf den Markt gebracht und das stellt bisher vorhandene Motorräder in den Schatten. Und zwar nicht nur, dass es auch hier wirklich normale Höchstgeschwindigkeiten wie 230 Kilometer pro Stunde haben, sondern es ist ein flüssigkeitsgekühlter Akku, der eine Kapazität von 24,8 Kilowattstunden hat. Das hört sich erstmal wenig an, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die Harley Livewire anschaut, die hat nur 15,5 Kilowattstunden, sieht man, dass hier also die Batterie auch deutlich größer ist. Oder auch andere haben nur 21 Kilowattstunden, wie das E-Motorrad von Energica, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und insofern ist schon mal die Basis dafür gelegt, dass hier insgesamt 265 Kilometer Reichweite möglich sind mit der Batterie bei der Evoque. Und zusätzlich ist dann auch noch die Schnellladefähigkeit vorhanden. Hier redet man von 125 Kilowatt Lader, den es ja so eigentlich nicht gibt, also entweder 150 oder 100er. Jedenfalls ist innerhalb von 15 Minuten die Batterie von 0 auf 80% geladen. Und das bedeutet, wenn man dann zum Beispiel mit dem Motorrad auf der Langstrecke unterwegs ist, dann mal kurz am Schnelllader hält, 15 Minuten ist wirklich sehr kurz, da kommt man gerade mal zur Toilette und zurück. Zusätzlich gibt es auch die AC-Ladung mit einem 1,8 kW Onboard-Lader. Hier braucht man dann 40 Minuten, das ist also eher für die längere Pause. Aber dadurch, dass hier die Kombination von DC-Ladung mit einer relativ großen Batterie und hohen Reichweite möglich ist, führt das dazu, dass man hier wirklich mit diesem Motorrad dann auch Langstrecke fahren kann. Ich bin gespannt, was das Auto kostet. Das Motorrad kostet aktuell sind rund 25.000 Dollar auf dem Tisch. In Amerika ist es ja immer ohne Mehrwertsteuer. Das heißt, entsprechend teurer sollte das hier in Europa dann sein, wenn es dann nach Europa geliefert wird. Ja, Herbert fährt in den Urlaub. Normalerweise ist das eigentlich keine große Nachricht wert, aber es geht um Herbert Diess, der mit dem VW ID.3 in den Urlaub gefahren ist. Es gab viel Häme über seinen Post hier bei LinkedIn. Wenn man sich bei LinkedIn die Kommentare anschaut, sind sie aber sehr positiv. Denn was hat Herbert Diess gemacht? Er ist von München an den Gardasee mit dem VW ID.3 gefahren, musste einmal laden
und dokumentiert die Tour hier sehr, ich sag mal, nüchtern, eher so als Testfahrt, wie er den VW ID. 3 erlebt und zeigt, dass Elektromobilität also auch im Alltag, auch bei Urlaubsreisen möglich ist. Und ich hatte es ja bei meinem VW ID.3 Test auch schon gesagt, der ID.3 ist das erste Elektroauto, mit dem man wirklich dann mit der großen Batterie sehr gut Langstrecke in der Golfklasse fahren kann, denn er hat die entsprechende Ladeleistung, die große Batterie und im Verhältnis den sinnvollen Verbrauch. Also wenn dich die Artikel oder hier zum Beispiel der Kommentar von Herbert Diess auf LinkedIn interessiert, dann schau unter dem Video in der Beschreibungsbox nach. Dort findest du alle Links zu den Berichten, die ich hier im Video durchgehe. Von Skoda, ihr merkt, so langsam verdichten sich die Informationen. Gibt es neue Bilder zum Enyaq? Der wird auch Anfang September vorgestellt, sodass dort dann realistische Bilder zu erwarten sind. Aber zumindest kann man hier schon mal das sehr dynamische Design von dem Enyaq sehen, der durchaus, ich denke mal vom Design her, vermutlich trete ich jetzt wieder dem einen oder anderen auf den Schlips, aber der interessantere Volkswagen sein wird, denn der ID.4 wird eher, so ich sag mal, das normale, langweiligere Design haben. Insofern könnte das für den einen oder anderen interessant sein, hier den Enyaq dann sich näher anzuschauen. Ja, auch die Zahlen der Zulassung sollten wir uns nochmal näher anschauen. Letzte Woche haben wir darüber geredet, dass es einen richtigen E-Auto-Boom gab. Jetzt haben mich natürlich die Zulassungen pro Hersteller interessiert. Und hier gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem E-Golf und der Renault Zoe, zumindest noch. Für die ersten 7 Monate im Jahr liegen beide so unter knapp unter 10.000 Zulassungen, gefolgt von dem Model 3 mit weitem Abstand. Hier haben wir 4.500 Zulassungen und der E-Up ist fast auf Augenhöhe mit dem Model 3 mit 4.300 und dann kommt schon mit knapp 4.000 der Audi e-tron Quattro. Gerade, ich glaube vorgestern habe ich das in Telegram wieder gelesen, da ging es um eine Diskussion von Tesla-Fanboys gegen den Audi e-tron, die den schlecht machen wollten, so nach dem Motto, der wird ja nicht verkauft und wer lädt überhaupt bei Ionity. Hier sieht man ganz deutlich, und das finde ich wirklich spannend, wie gut sich der e-tron auch in Deutschland verkauft, denn bisher hatten wir immer die Zahlen aus Norwegen, wo er ja über alle Klassen Verbrenner und auch Fahrzeugklassen hinweg das am meisten verkaufte Auto auf dem norwegischen Markt ist. Warum ist das so deutlich zu sehen? Vielleicht liegt es auch daran, kleiner Tipp für dich, dass aktuell selbst für den Audi e-tron 55 Quattro, also den mit der größeren Batterie, einen, ich sag mal, Art Umweltbonus gibt, denn auch dort kriegst du, obwohl das Fahrzeug nicht auf der Liste vom BAFA steht, die 7.500 Euro, die du bekommen würdest für den Audi e-tron 50 mit der kleineren Batterie. Und deswegen sind jetzt also auch gerade die Preise oder natürlich auch die Leasingraten für den Audi e-tron 55 mit der großen Batterie nochmal deutlich gesunken. Und ich denke, dass hier dann auch die Nachfrage nochmal erheblich steigen wird und der Audi e-tron es sich durchaus hier gemütlich in den Top 10 machen wird. Ja, gucken wir nochmal, was so als andere interessante Autos es gibt. Zum Beispiel den Porsche Taycan, 1426 Zulassungen dieses Jahr, knapp gefolgt vom Smart 4-4. Dann haben wir den EQC mit 775 Zulassungen. Dann das Model X, sogar vom Jaguar I-Pace geschlagen, ganz knapp so mit unter 400 Zulassungen und darüber das Model S. Also hier sieht man, dass gerade das Model S und X dringend eine Überarbeitung brauchen. Jetzt nicht unbedingt vom Design her, sondern eher von der Technik. Denn ich denke, dass viele jetzt eher zum Model 3 greifen, um hier entsprechend die neue Technik zu bekommen als zum Model S. Insofern wird der September wieder interessant.
Und dann haben wir noch einige wie den Peugeot E208, die gerade erst auf den Markt gekommen sind. Der Volkswagen ID.3 mit 104 Zulassungen wird, denke ich, jetzt im nächsten und übernächsten Monat dann richtig durch die Decke gehen und sich in den Top 10 breit machen, denn geplant sind 60.000 Verkäufe für dieses Jahr. Also das heißt, wir werden hier wahrscheinlich dann auch an der Spitze einen Wechsel erleben, denn der E-Golf ist ja nur so gut verkauft worden, weil sozusagen die Restbestände verkauft worden sind. Und das wird sich natürlich ändern. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie es dann in den nächsten Monaten aussieht, wenn dann auch die anderen Fahrzeuge wie der Polestar 2 und so weiter an die Kunden ausgeliefert werden. Hyundai Ioniq, das war 2017 so der Überraschungssieger bei den Elektroautos. Das war sozusagen der Tesla, das Model S für das normale Portemonnaie, für den normalen Geldbeutel. Jetzt hat Hyundai eine extra Submarke, also Untermarke für Elektroautos mit dem Namen Ioniq gegründet. Das heißt, dort werden dann die Elektroautos mit der 800-Volt-Technik, die Hyundai ab nächstem Jahr auf den Markt bringt, eingegliedert. Und zwar werden für die SUVs die ungeraden Nummer und für die Limousinen die geraden Nummer genommen. Und im nächsten Jahr kommt der Ioniq 5, das ist ein mittelgroßes Crossover auf der Basis des Konzeptfahrzeugs 45. Also man sieht, Hyundai will hier also den Elektroautos in seinem Unternehmen auch nochmal einen größeren Stellenwert geben und hat hier eine entsprechende Submarke gegründet. Das finde ich ganz interessant, so als Signal, in welche Richtung das geht. Und ich hoffe, dass Hyundai hier dann auch weitermacht. Normalerweise ist Wasserstoff kein großes Thema bei mir. Immer wieder werde ich gefragt, Dirk, was hältst du von Wasserstoff? Ich sage in dem Zusammenhang, im Pkw-Bereich halte ich nicht so viel davon. Im Schwerlastbereich, Schiff, Flugzeug, kann man darüber reden. Faun kündigt jetzt die Serienproduktion von Wasserstoffnutzfahrzeugen an. Faun ist dafür bekannt, dass sie so Müllfahrzeuge und sowas in der Richtung herstellen. Und das finde ich insofern interessant, weil dann eben halt in Zukunft diese Müll- und Kehrfahrzeuge nicht mehr die Innenstädte verpesten mit ihren Abgasen, sondern dann hier über die Wasserstofftanks und Brennstoffzellen elektrisch angetrieben werden und so natürlich dann die Städte leise und schadstoffarm durchfahren können. Bei dem Edison Magazin habe ich hier eine interessante Geschichte über H2 Energy gelesen. H2 Energy ist ein Schweizer Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, aus grüner Energie, in dem Fall Wasserstoff herzustellen. Und ganz spannend fand ich die Geschichte, dass der Firmengründer auf der Suche nach LKWs war, Wasserstoff-LKWs, keine hier in Europa gefunden hat und dann letztendlich bei Hyundai gelandet ist und insgesamt 1600 LKWs dort bestellt, die unter anderem jetzt auch in der Schweiz fahren. Die Idee ist, dass man sozusagen aus Wasserkraft dann den Wasserstoff über eine Elektrolyseuranlage gewinnt und daher sozusagen grüne Energie auf die Straße bringt und dann hier im Schwerlastbereich einsetzt. Für alle, die noch kein Upgrade oder Umrüstung gemacht haben für CCS, für ihre alte Model S und X, jetzt hat Tesla den Preis gesenkt auf 300 Euro. Das ist auch gut so, denn es kommen immer mehr V3 Supercharger und ich denke, es wird auch nicht mehr lange dauern, bis dann die ersten bestehenden Supercharger-Standorte umgerüstet werden von Version 2 auf Version 3 und dann ist eben halt nur die Ladung mit CCS möglich. Das bedeutet, wenn man dann kein Upgrade hat, kann man dort nicht laden und dementsprechend ist es natürlich gut, wenn man dann einen CCS-Umbau gemacht hat und der jetzt nicht mehr 500, sondern 300 Euro kostet. Auch die Aktie von Tesla soll günstiger werden, zumindest auf dem Papier, denn Tesla plant jetzt zum 31. August ein Split. Das heißt, man bekommt als Dividende 4 Aktien zu der vorhandenen Aktie
Und dadurch wird der Preis pro Aktie günstiger. Aber insgesamt ändert sich ja nichts von den Wertverhältnissen. Allerdings ist nach dieser Nachricht der Aktienkurs von Tesla dann auch gleich gestiegen. Auch die Pläne um die Autoversicherung von Tesla werden immer konkreter. Letztes Jahr wurde sie ja in Kalifornien eingeführt. Jetzt gibt es ganz konkrete Vorbereitungen für die Einführung in China. Und auch in Europa scheint Tesla eine Autoversicherung zu planen. Warum ist das interessant? Wenn du einen Tesla hast, ich kann mir auch vorstellen, dass später vielleicht für andere Elektroautos das angeboten wird, wirst du über diese Versicherung sehr wahrscheinlich günstiger dein Auto versichern können, deinen Tesla, als über andere. Denn in der Regel ist die Tesla-Autoversicherung 20-30% günstiger, weil Tesla hier über die Daten, die sie in den Autos sammeln, mehr Informationen haben und deswegen günstigere Tarife anbieten können. In den Kommentaren, gerade jetzt so in den letzten Wochen, wo immer doch viele neue Zuschauer, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt haben, zu mir gekommen sind, kamen immer wieder so einige Fragen zu Studien, zu Expertenstreits, zu Behauptungen, die so in der Praxis überhaupt nicht stimmen. Insofern habe ich euch hier einfach mal einen Artikel rausgesucht, in dem diese ganzen falschen Studien, Behauptungen und Störfeuer gegen die Elektromobilität zusammengefasst sind. Unter dem Video in der Beschreibungsbox findest du den Link dazu und hier wird auch die Frage beantwortet, wer hat eigentlich ein Interesse daran, die guten Ergebnisse der Elektromobilität zum Beispiel auf die Umwelt schlecht zu reden. Und da kommt der Autor zu einem sehr deutlichen Urteil, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie die Kosten sind, sieht man ganz deutlich, dass die Kosten für die Elektroautos deutlich geringer sind oder auch die Emissionen besser sind. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass genau aus diesem Bereich die Störfeuer kommen, sei es die Automobilhersteller, die die Entwicklung versuchen zu bremsen, um irgendwie noch Schritt zu halten mit diesem Wandel, oder immer halt die Mineralölkonzerne, die sich hier noch möglichst lange ihren Marktanteil sichern wollen. Apropos Marktanteil, der Airways U5 Verkauf, also Vorverkauf, startet heute. Und zwar gibt es den U5 jetzt ab 37.990 Euro Vorförderung. Das heißt, wir reden dann über Preise von 28.510 Euro bzw. 31.510 Euro für das besser ausgestattete Modell. Wenn dich der U5 interessiert, dann schau am besten, wo in der Nähe bei dir eine Probefahrt möglich ist, denn die beginnen heute und dementsprechend kannst du dann im Rahmen dieser Vorverkaufsaktion dann auch schon eine erste Probefahrt machen. Zwar noch mit dem alten Modell aus dem letzten Jahr, aber du kriegst so, denke ich, einen guten Eindruck von dem Auto. Es gab viel Häme für Porsche, weil der Taycan für das erste Software-Update in die Werkstatt muss. Hier bei Automotor Sport wird in dem Artikel ganz genau erklärt, warum das der Fall ist. Ich finde auch sehr unaufgeregt mit vielen Hintergrundinformationen. Also wenn dich das Thema Over-the-Air-Update interessiert, dann ist das ein Artikel, der sehr gut erklärt, warum Porsche das noch nicht kann, beziehungsweise nicht komplett kann. Und dass hier die Taycan in die Werkstatt müssen, um dann entsprechend einige Updates vornehmen zu können. Der Sexiest Drag Race ist hier von einem, ich glaube, es ist ein englischsprachig auf jeden Fall, aber englisches Portal gemacht worden. Und zwar sind alle Performance-Modelle von Tesla getestet worden gegeneinander. Ich fand das Video ganz spannend zu sehen, wie die Unterschiede sind. Also auch in den Beschleunigungen ist es klar, dass das Model S Performance gewinnt, dicht gefolgt vom Tesla Model X Performance, dann das Model 3 und im Anschluss das Model Y. Aber zwischendurch gab es doch einige Überraschungen. Guck dir am besten das Video an, ich möchte es nicht vorwegnehmen, aber da sieht man wirklich mal den direkten Vergleich.
Ja, soweit zu den heutigen News. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen, Kommentare oder Korrekturen hast, schreib sie gerne unter das Video. Wenn du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich, wenn du das wirst. Das geht ganz einfach. Klick hier auf das E-Auto und Point of Interest. Wichtig ist, stell die Benachrichtigung ein, denn dann kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns in diesem Video wiedersehen. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.